Hallo Nordkicker, es geht wieder los. Der Amateurfußball startet wieder in seine Saison. Also müssen wir jetzt mal wieder Kicknews machen. Das heißt, wir stellen euch die teilnehmenden Mannschaften in der Oberliga, in der Landesliga, in der Verbandsliga vor und lassen da die Trainer zu Wort kommen. Und wir fangen heute an mit der höchsten Spielklasse in Schleswig-Holstein, also mit der Oberliga. Und ja, da nehmen 16 Mannschaften dran teil. Und 8 Trainer bzw. Verantwortliche haben sich bei mir zu Wort gemeldet und kommen dann hier auch mit O-Ton logischerweise zu Wort. Ja, und den Anfang macht der Aufsteiger oder einer der beiden Aufsteiger, der erste Aufsteiger aus der Landesliga in die Oberliga. Und dort ist der Trainer Hermi Lausen und der sagt Folgendes zu seiner neuen Aufgabe bzw. zu der neuen Saison, zu der neuen Herausforderung in der Oberliga. Ja, wir dürfen 6 Neuzugänge für die neue Saison bei uns begrüßen. Ich glaube, wir haben eine richtig gute Mischung gefunden aus jungen Wilden, die ja bei uns ja, bekannterweise in der Überzahl sind, auch wenn die alten jungen Wilden nun ja auch schon 24, 25, 26 sind. Da kommen Hendrik Rotkopp, der von jedem steht zu uns gekommen ist, schon mit Verbandsliga-Erfahrung zu uns, aber insbesondere Justin Engemann und Sima Dilbay, beide noch A-Jugendspieler, aber mit einer schon interessanten Vergangenheit bei Holstein Kiel und Weiche Flensburg. Kommen 2 ganz junge Spieler zu uns in den Kader. Ganz jung ist auch Felix Ploog, der von Hohenwestedt zu uns gewechselt ist, der allerdings schon über ein Jahr Oberliga-Erfahrung verfügt. Das ist bei uns ja absolute Seltenheit. Kommt bei uns noch Florian Kuglinski dazu aus Klausdorf. Erfahrener Spieler, insbesondere aber auch durch seine menschliche Reife für uns ein Gewinn. Über die spielerischen Qualitäten brauchen wir nicht sprechen. Auch er verfügt schon über ein bisschen Oberliga-Erfahrung aus Hamburg. Und dann Last-Minute-Wechsel Justin Sörensen als Torwart vom WKSV zu uns. Der den Kampf um Platz 1 mit Tobi Klinke eingegangen ist. Ja, wir haben durch das sehr spät, 2 Wochen nach Saisonende stattgefundene Kreispokal-Endspiel eine extrem kurze Pause gehabt, weil kurz nach dem Pokal-Endspiel sind wir nochmal 5 Tage nach Mallorca geflogen. Das hat auch nicht gerade zur Verbesserung der konditionellen Fähigkeiten beigetragen. War aber eine richtig gute Sause mit vielen tollen Erinnerungen. Ich bin froh, dass alle gesund nach Hause gekommen sind. Ja, deswegen müssen wir haben jetzt auch keine Hausaufgaben verteilt in den restlichen paar Tagen, weil wir einfach die Mannschaft auch zur Ruhe kommen lassen wollten. Somit erfolgt dann halt auch eine Trainingssteuerung in der Vorbereitung, die ich so noch nicht kenne, was dazu führt, dass wir sicherlich ferne gefühlte Vorbereitung bis Ende August haben werden, wo wir immer noch wieder Elemente aus der Vorbereitung in die Saison hinein integrieren müssen. Genauso steht im Fokus, na klar, die Integration der neuen Spieler. Menschlich ist das gar kein Problem. Das hat jetzt schon richtig gut geklappt. Da haben wir eine gute Auswahl getroffen. Aber für viele ist das Spielsystem neu. Das dauert halt auch ein bisschen. Und dann geht es halt auch darum, den Fitnesszustand erheblich zu verbessern. Aufgrund der zuvor geschilderten Umstände ist der
zu Beginn der Serie sicherlich noch nicht da, wo er aus Trainersicht sein sollte. Letztendlich geht es dann in der neuen Saison über Wille, Physis und Ausdauer. Das sind Dinge, die letztendlich dann in unserer ersten Oberliga-Saison der Vereinsgeschichte ausschlaggebend sind. Fußball spielen können wir, aber es erwartet uns da doch, erwarten uns da andere Herausforderungen, insbesondere auch im körperlichen Bereich. Da werden wir noch lernen müssen, werden wir unsere Erfahrungen machen müssen. Ja, ist noch eine Unbekannte. Letztendlich ist das genauso eine Unbekannte wie, dass wir jetzt erstmal schauen müssen, wie wir die Infrastruktur in unserem Verein stetig verbessern können. Wir sind da sicherlich nicht im absoluten Top-Niveau auf Oberliga-Niveau, aber es ist für uns alle Neuland und so wie ich unsere beiden Ob-Männer Torben und Lauti kenne und unser Umfeld, werden wir das Schritt für Schritt angehen. Und das hat uns in den letzten Jahren auch, oder das hat in den letzten Jahren bewiesen, dass wir damit gut gefahren sind, anstatt von jetzt von 0 auf 100 zu gehen. So gilt es halt generell halt auch nicht alles über den Haufen zu schmeißen, fußballerisch, sportlich, wie halt auch vom Umfeld. Und ich habe da gute Hoffnung, dass es da auch Oberliga-Reife bei uns am Ende der Saison gibt. Wir haben ja, eigentlich eine relativ gute Vorbereitung gespielt oder gehabt, trotz der ganzen Umstände. Wir haben von den Ergebnissen gegen den 7. der Oberliga Hamburg, gegen den Paloma 1:1 gespielt. Da haben wir gut ausgesehen. Wir haben gegen den gefühlten Oberligisten obere Träne in einem guten Test von beiden Mannschaften gewonnen. Haben noch einen Halbzeitrückstand umgebogen. Hatten dann so einen kleinen Dämpfer im LZ-Turnier, das wir hier in der Region ja schon seit 39 Jahren spielen, dass wir zwar gewonnen haben, aber ja, das sehr durchwachsen war von der Leistung. Lag sicherlich zum einen auch an der Witterung, zum anderen vielleicht auch im Endspiel, dass wir da 2:1 gewonnen haben gegen Osterrönnfeld, daran, dass wir keine 24 Minuten später schon auf die Lohmühle durften, was für alle ja absolut ein Highlight war. Eine ganz tolle Sache, auch wenn wir da verloren haben. Da hat uns ein bisschen der Mut gefehlt, ist vielleicht auch ein Zeichen auch für die neue Saison, dass wir uns nicht kleiner machen dürfen, als wir eigentlich sind. Und da die Balance zwischen Mut und Demut hinzubekommen. Insgesamt fehlt uns noch in den so ein bisschen die Konstanz, insbesondere bei einigen Spielern, die teilweise sehr gute Leistungen bringen, dann beim nächsten Mal wieder ja doch eher enttäuschen. Da gilt es noch ein bisschen den Feinschliff. Den freien Schliff so zu gestalten, dass wir auf einem guten Niveau kommen, denn in der Breite ist unser Kader wesentlich besser geworden und das macht uns halt auch, stimmt uns positiv, dass wir die Herausforderungen auch bewältigen können. Ja, unsere Saison ist aus meiner Sicht gut, wenn wir die Klasse halten, wenn wir auch uns an die Klasse gewöhnt haben. Wie immer aus Trainersicht, wenn wir uns spielerisch halt auch weiterentwickeln und insbesondere wenn wir einen Zuschauerschnitt von über 300 schaffen, was für einige Etablierte sicherlich utopisch ist, aber wir sind hier auch in Rendsburg aufgestiegen, um für die Region tollen Fußball zu bieten und freuen uns, na klar, wenn auch viele, die nicht unbedingt direkt TuS-Anhänger sind, dann den Weg zu uns finden und tollen Oberliga-Fußball genießen können. Ja, wir freuen uns auf die Saison, sind gespannt, sind ein bisschen ungewiss, aber
gehen letztendlich auch, wie in allen Dingen, optimistisch an die Sache ran. Zurück in der Oberliga ist auch Liri Donimeri. Er war Trainer bei Inter Türkspor Kiel, mit denen war er schon mal in der Oberliga, wurde dann ja aber in der Hinrunde, als sie noch auf einem Nicht-Abstiegsplatz standen, entlassen. Und nun ist er das neue Gesicht beim VfR Neumünster. Sehr kurzfristig wurde er da eingestellt, hatte keine Zeit, irgendwie noch groß den Kader zu planen, keine Zeit, noch groß die Vorbereitung zu planen, aber das sagt er zur anstehenden Saison. Moin Ole. Ja, also die Vorbereitung bei uns läuft wirklich sehr, sehr gut. Die ist zwar kurz, aber auch sehr, sehr intensiv. Wir haben auf jeden Fall alle Mann an Bord. Wir haben keine verletzten Spieler, die ziehen alle sehr, sehr gut mit. Versuchen natürlich auch die Ideen, die wir den Jungs versuchen zu vermitteln, auch umzusetzen. Das gelingt den Jungs wirklich immer von Tag zu Tag immer besser. Ja, von den Neuzugängen her, wir haben auf jeden Fall mit Kevin Schulz und mit Christopher Kramer zwei wirklich sehr, sehr erfahrene Spieler. Und das freut mich auch, dass wir die zu VfR lotsen konnten. Die sind wirklich sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Das merkt man auch. Man sieht das wirklich auch im Training, wie sie die jungen Leute führen, wie sie den Tipps mit auf den Weg geben. Das ist wirklich hervorragend. Und ja, und das ist für uns, die beiden sind für uns auf jeden Fall Gold wert. Ansonsten über Abgänge, da kann ich generell nicht viel dazu sagen, wie schwerwiegend die sind, weil ich die meisten Spieler da nicht kannte. Aber ich kann halt nur den aktuellen Kader bewerten. Und da ist enorm viel Qualität drin. Viele junge, talentierte Spieler. Das macht wirklich Lust auf mehr. Und ich freue mich auch jedes Mal auf jede Trainingseinheit, die gerade ansteht. Freue ich mich sehr, weil die Jungs wirklich hervorragend Gas geben. Und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ja, ansonsten freuen wir uns auf die neue Saison und hoffen auf jeden Fall, dass wir da unseren Fußball, den wir uns vornehmen, dass wir das auch vortragen können. Und dann werden wir schauen, inwiefern das alles nachher funktioniert. Moin Moin, mein Name ist Henrik von Krüger Gartenpflege und Gestaltung. Sollte Ihr Garten noch nicht fit sein für den Frühling, dann rufen Sie uns einfach an. Alles im grünen Bereich. Hi, liebe Nordkicker. Mein Name ist Oliver Nazareth. Ich bin Geschäftsführer von Nazareth Personal. Seit 1998 sind wir spezialisiert auf die Überlassung von gewerblichen und kaufmännischen Fachkräften in die Industrie, in die Chemie, Pharma und auch auf Werften. Unsere Kunden bieten Perspektiven, und wir haben nahezu eine Übernahmequote von 75%. Kommt zu uns, verstärke unser Team. Ein altbekanntes Gesicht in der Oberliga ist Marco Frauenstein. Er ist mit seinem PSV Neumünster, haben sie sich stetig verbessert von einer Saison zur nächsten. Und diese Saison gelten sie vielleicht sogar mit als Favoriten. Und das sagt Marco. Ja, moin Ole. Ja, also bei uns, PSV, ist die Lage halt so, dass wir zur nächsten Saison tatsächlich es geschafft haben, alle Leistungsträger, glaube ich, soweit zu halten. Das heißt, der Kern der Mannschaft bleibt so zusammen. Das erhoffen wir uns natürlich auch so ein bisschen als gutes Gerüst für die nächste Saison. Außerdem haben wir uns, glaube ich, auch gut verstärken können mit viel Erfahrung, viel Oberliga-Erfahrung auch dabei, mit den Ehler-Brüdern aus Heide zum Beispiel oder auch Gradiz in Kondo von Inter mit viel Oberliga-Erfahrung und ja, zudem mit Lukas Schulze noch ein Youngster dazu von Eintracht Norderstedt U19, der schon gute Anlagen gezeigt hat. Also da muss man ganz ehrlich sagen, sind wir, glaube ich, ganz gut davor. Ne? Auch Josef Busumita vom TSV Bolsholm bringt die entsprechende Erfahrung schon mit. Also da, glaube ich, sind wir in der Breite ganz gut davor. Eigentlich, ja, jetzt aktuell Stand der Vorbereitung ist so ein bisschen schwierig bei uns. Wie, glaube ich, viele Mannschaften aktuell
aber mit viel Krankheit zu kämpfen, kleineren Verletzungen, die halt normal sind, denke ich, aber wirklich sehr, sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle, sodass wir aktuell noch nicht so spielen und trainieren können, wie wir uns das vorstellen. Wir hoffen aber, dass sich das jetzt die nächsten ein, zwei Wochen widerlegt, dass es ein bisschen besser wird. Und dann freuen wir uns auf die Saison. So, und da sicherlich auch entsprechende Ziele vor Augen. Wir sind letztes Jahr Dritter geworden, damit waren wir recht zufrieden. Und jetzt wollen wir natürlich ganz gerne versuchen, da uns weiter zu steigern. Da ist jetzt nicht so viel Luft mehr nach oben, aber die wollen wir halt schon gerne ganz versuchen, dann auch in der Platzierung natürlich irgendwie zu erreichen. Auch wenn wir wissen, dass es schwer wird, ne? Gerade mit Kiel ja, glaube ich, als für mich Top-Favorit in der nächsten Saison in der Oberliga, plus auch Eichhede, da haben wir sicherlich zwei extrem starke Konkurrenten vor der Brust. Außerdem, glaube ich, muss man TSB immer auf der Rechnung haben. Bei Heide bin ich gespannt, da wie gut die in der nächsten Saison dabei sind. Also ja, ich glaube, dass uns insgesamt eine spannende Saison bevorsteht in der Oberliga. Und wir versuchen einfach, da gut aus den Startlöchern zu kommen. Und ja, auch VfR, glaube ich, muss man die Saison ein bisschen auf dem Zettel haben. Auch das wird spannend zu sehen, wie weit oben sich die Jungs auch hier aus Neumünster, also aus der direkten Nachbarschaft, entwickeln. Also das wird schon, wird alles in einem schon eine spannende Geschichte. Und wir hoffen einfach, dass wir ein bisschen von Verletzungspech verschont bleiben. Und dann sind wir optimistisch, dass wir unsere Ziele in der Saison mit vielleicht wieder Quali für das Heilmasters, vielleicht auch im Landespokal uns dementsprechend wieder weit weit zu kommen. Dann wenn wir das soweit erreichen, dann ja, schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Aber wir sind auf jeden Fall optimistisch in Hamburg. Konstant seit Jahren in der Oberliga dabei ist der Heider SV. Seit 3 Jahren, glaube ich, im Amt Markus Wichmann, und Markus erzählt Folgendes. Ja, wir sind mit 5 Neuzugängen in die Saisonvorbereitung gestartet, wobei Neuzugänge, das sind alles Spieler, die den Verein in- und auswendig kennen, sind unter anderem 3 A-Jugendliche mit Mathis Harms, Lukas Groß für die Offensive, Luca Wichmann für die Defensive, alle 3 Supertalente, die auch schon im letzten Jahr ihre Oberliga-Minuten und Erfahrung sammeln durften. Wirklich super Jungs, die super aufgenommen worden sind von ihren Mitspielern. Wie gesagt, die kannten das Umfeld schon und da bedarf es nicht viel Eingewöhnungszeit für die 3. Dann 2 Rückkehrer mit Steffen Nesen von Altona 93, der auch schon jahrelang beim Heider SV gespielt hat. Der wieder zurück in die Heimat wollte, ist beruflich im Moment noch auswärts tätig, kann deshalb nicht voll trainieren, stößt im Moment nur am Wochenende dazu. Mika Kieselbach von Weiche Flensburg, der kurz mal Regionalliga-Luft schnuppern wollte, konnte sich nicht ganz durchsetzen, hat sich das bestimmt alles ein bisschen anders vorgestellt, hat dann auch für sich gemerkt, dass es zu Hause am schönsten ist, fühlt sich pudelwohl und wie gesagt, die Eingewöhnungszeit dieser 5 Spieler bedarf dann nicht viel Zeit. Unter anderem hat sich aber auch unser Staff-Team ein bisschen verbreitert, das war mir ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt mit Tobi Dau, der vorher die U23 trainiert hat, bei uns einen Mann dazu gewinnen können, der bei uns für die Standards und die Videoanalyse zuständig ist. Die Zusammenarbeit mit Tobi hat im letzten Jahr auch schon super geklappt. Dann Mamadou Bernd, glaube ich, besser bekannt als Bernd Sabali als Fitness-Athletik-Coach, der die Jungs da nochmal auf eine andere Stufe bringen kann. Zusammenarbeit mit den beiden ist wirklich toll, macht mega viel Spaß. Wie gesagt, das war mir ganz wichtig, dass wir da noch ein bisschen breiter aufgestellt sind, um da noch mehr individuell arbeiten zu können mit den Jungs, auch vor dem Bildschirm mal oder auch auf dem Platz die Gruppen teilen können. Das war mir ganz wichtig. Unsere Physioabteilung hat auch Neuzugang bekommen mit Kaya Neumann. Selbst auch als Fußballerin aktiv, die Jungs da mit der Erstbehandlung wirklich
toll unterstützt. Also das klappt wirklich gut. Zur Vorbereitung bin ich bis jetzt echt zufrieden. Wir sind, glaube ich, recht früh angefangen, war uns allerdings auch ganz wichtig, weil wir nichts überstürzen wollten. Also wir hatten nie irgendwo einen Zeitpunkt, wo alle total kaputt waren. Es war richtig gut aufgeteilt. Wie gesagt, sind schon lange in der Vorbereitung. Testspiele waren auch okay. Wir hatten so ein Intensivwochenende drin, wo wir einen kleinen Dämpfer gegen Eintracht Norderstedt, Regionalligisten, bekommen haben. Morgens war allerdings Training. Einen Tag davor hatten wir auch schon gegen Hamburger Oberligisten getestet. War vielleicht nicht ganz glücklich, diese Spielansetzung. Nichtsdestotrotz hat uns das, glaube ich, auch nochmal weitergebracht und wir konnten an diesem Wochenende viel, viel dazu lernen. Zu den Saisonzielen. Mir ist erstmal wichtig, dass alle Jungs fit und gesund bleiben, dass wir vor größeren Verletzungen verschont bleiben. Das gelingt uns im Moment ganz gut. Wir haben den ein oder anderen angeschlagenen Spieler damit bei. Das sind aber muskuläre Probleme. Das ist aber nichts, wo ein Spieler jetzt länger mit ausfallen würde. Zu den Zielen, wie gesagt, ich würde gerne meinen Vorjahresplatz würde ich gerne verbessern. Wenn wir das schaffen, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtig guten Weg. Anhand der Neuzugänge oder Namen der Neuzugänge, oder das weiß auch jeder, dass der Heider SV nicht mit Geld um sich rumschmeißt, um da irgendwelche Raketen von irgendwo anders herzuholen. Wir wollen dem treu bleiben, so ein bisschen Dithmarscher Jungs und Umgebung, junge Leute weiterentwickeln, weiter fördern, fordern. Und da sind wir, glaube ich, auf einem richtig guten Weg. Ich wünsche meinen Kollegen alles Gute für die Saison, vor allen Dingen verletzungsfrei. Einen guten Tabellenstand wünsche ich euch. Und dann sehen wir uns entweder in Heide an der Meldorfer Straße im Stadion oder eben auswärts bei euch. Bis dann, ich freue mich. Tschüss. Der Eckernförder SV mausert sich nach und nach in der Oberliga langsam nach oben über die Jahre hinweg. Mit dem Erfolgstrainer Mike Haberlack, der auch schon Angebote aus der Regionalliga hatte. Aber er ist dem ESV treu geblieben und Mike hat folgende Ziele. Moin Ole. Ja, wir haben zwei Abgänge zu verzeichnen. Einmal Arne Wiese, studienbedingt, und einmal Jan-Ole Jürgensen, altersbedingt, der aber in der U23 Co-Trainer wird und Janni Pavel unterstützt. Das freut uns sehr, weil er dann, glaube ich, die U23-Spieler auch besser machen kann. Und die Erfahrung, die er gesammelt hat, in der Ligamannschaft dann auch weitergibt. Und so wünschen wir uns natürlich dann noch mehr Ausbildungserfolge, dass dann die Spieler aus der U23 dann in die Ligamannschaft kommen können. Ja, einen weiteren Kredit, den wir aus der vergangenen Saison mitnehmen müssen, ist die Verletzung von Ole Altendorf. Er hat sich ja sehr schwer am Knie verletzt und wird voraussichtlich das ganze Jahr ausfallen. Wir versuchen ihn aber andersweitig einzubinden. Ich sehe so eine Rolle als Individualcoach oder Gruppencoach, vor allem im offensiven Bereich. Er hat ja letztes Jahr einen enormen Entwicklungsschritt gemacht, wo technisch, taktisch alles da war, aber ich glaube, was so Mentalität angeht, nochmal einen riesen Schub gemacht und das dann auch gerne weitergeben kann an die Ligaspieler, U23-Spieler und natürlich auch U19-Spieler. Also da binden wir ihn schön ein, so dass er dann auch bei uns ist. Ja, Neuzugänge sind einmal chronologisch betrachtet Niklas Wolf, der relativ früh im Jahr bekannt war, vom Getafe SC. Dann kam Christian Peters vom FC Dornweide Lübeck und Philipp Spohn vom TSV Bodersholm. Alle drei funktionieren super, sind menschlich und auch sportlich eine Bereicherung. Und wir sind Stand jetzt sehr, sehr zufrieden mit ihnen. Und ich glaube,
Eckernförde wird viel Spaß mit ihnen haben. Ziele der Vorbereitung sind erstmal natürlich, die Neuen zu integrieren. Wobei man schon sagen muss, dass es sehr, sehr leicht ist, sie zu integrieren, weil sie eine hohe Präsenz haben und auch menschlich eben reinpassen. Dann sollte auch die Anbindung zur U23 gegeben sein. Wir haben 5 U23-Spieler eingebunden, die sich dann zeigen konnten, die es dann auch sehr gut gemacht haben. Da von den U23-Spielern sticht gerade Nick Behrens heraus, der nochmal so ein bisschen ja, seine Zeit bei uns verlängert hat. Hi, ich bin der Alexander von Matix. Mit Matix haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den leistungsorientierten Fußball auf das nächste Level zu heben. Wie erreichen wir das? Wir haben es geschafft, ein Tool zu entwickeln, das nicht nur finanzierbar für den Amateursport ist, sondern darüber hinaus mit einer hohen Anzahl an Automatisierung es ermöglicht, jedermann die Daten zugänglich zu machen und verständlich. Es wird kein sportwissenschaftliches Know-how mehr benötigt, keine zusätzlichen Ressourcen und trotzdem kann man mit unserem Tool in Echtzeit die Herzfrequenzen der Spieler verfolgen, die Belastung, Verletzungsprävention betreiben und gleichzeitig auch im Nachhinein über die Statistiken genau sehen, welcher Spieler welche Belastung hat und welchen Fitnesszustand er hat. Moin Norkicker, ich bin's Paddy vom Talentschuppen und wir freuen uns darauf, euch dabei zu helfen, eure beruflichen Ziele zu erreichen. Mit unserem weitreichenden Netzwerk zu verschiedenen Unternehmen in Schleswig-Holstein vermitteln wir Talente und Fachkräfte für unbefristete Anstellung in den spannenden Bereichen IT, Office, Finance und gewerblich-technisch. Und das Beste daran, unsere Unterstützung ist für dich als Bewerberin völlig kostenlos. Schick uns einfach deinen Lebenslauf, lass uns kurz schnacken und schon kann dein nächstes berufliches Abenteuer beginnen. Wir freuen uns auf dich. Viele Grüße, dein Talentschuppen. Inhaltlich haben wir alle Phasen des Spiels eigentlich angesprochen. Anlaufverhalten war ein Riesenthema. Spielaufbau, Standards, Umschaltspiel. So, dass dann die Neuen und auch die Alten dann sozusagen erstmal das grobe Gerüst kennenlernen. Wie wir spielen wollen, wie die Art ist, wie die Philosophie ist. Und dann soll das natürlich in den vielen Spielen, die wir jetzt bestreiten, dann auch einfach durch Wiederholungen gefestigt werden. Natürlich werden wir dann weiter ins Detail gehen, aber mir wäre erstmal wichtig, dass wir das grobe Gerüst haben. Das alles bis zur freien Woche dann ja, vorgestellt. Der Kopf war bestimmt mächtig am Arbeiten und deswegen haben wir dann eine freie Woche eingeplant, die dann dazu dient, dass sie ein bisschen Pause haben und dass der Kopf dann trotzdem weiterarbeitet. Ja, ist uns, glaube ich, auch gut gelungen. Man sieht es an den Ergebnissen noch so ein bisschen, dass ja, der Kopf noch nicht frei ist aufgrund der Inhalte, weil noch viele eben überlegen müssen, was sie tun. Ich denke mal, das wird aber sich in den nächsten Tagen dann oder Wochen dann einstellen, sodass wir dann zum Punktspielbetrieb dann auch die Tore schießen. Ja, relativ frisch haben wir heute auch die Ziele definiert, gemeinsam mit der Mannschaft, haben interne und externe Ziele, also interne nur für uns, externe jetzt auch für euch. Einerseits ist dieses ganze Konstrukt, was wir aufgebaut haben mit dem Umfeld, mit den Spielern, mit dem Verein, auf Oberliga ausgerichtet, also das steht über allem, ein Oberliga-Verbleib. Trotzdem würden wir uns damit nicht zufriedenstellen, wollen die Großen ärgern, wollen eklig sein, es soll unangenehm sein, zu uns zu kommen. Wir wollen eine der besten Abwehrmannschaften stellen und wollen, dass unsere Heimstätte ja, wie eine Festung ist. Das sind die Dinge. Platzierung schwer zu sagen. Ich finde die Oberliga extrem schwierig einzuschätzen mit den Aufsteigern, mit den Transfers, die so getätigt wurden. Deswegen schauen wir lieber auf uns und wollen dann unser Maximum erreichen. Ja, auf Kreispokalebene wollen wir natürlich den Kreispokal gewinnen. Muss schon unser Anspruch sein, auch die beste Mannschaft im Kreis zu sein. Es wurde uns letztes Jahr so ein bisschen genommen. Ja, und da wollen wir wieder hin. Deswegen ist das auch nochmal ein Ziel, unabhängig von der Oberliga. Ja, der vielleicht große Favorit, Kiel, ja Kiel, Absteiger aus der Regionalliga.
nun dann wieder in der Oberliga, aber soll es nur ein Jahr sein? Das hofft man zumindest bei Kilia. Und Nico Sorano, der Trainer, sagt Folgendes. Moin Ole. Ja, ich glaube, man kann sagen, dass unsere Saisonvorbereitung recht holprig gestartet ist, weil immer mal wieder Spieler gefehlt haben aufgrund von Krankheit, Arbeit oder auch Urlaub. Und trotzdem sind wir recht zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Neuzugänge haben wir, wie die letzten Jahre auch, den Fokus auf junge, talentierte Spieler aus der Region gesetzt. Dieses Jahr, glaube ich, noch einen Tick mehr als in den letzten Jahren. Wenn man sich die Neuzugänge anguckt, sind insgesamt da auch zufrieden. Alles gute Jungs, die gut in die Mannschaft passen, sehr lernwillig sind und auch schon eine gute Entwicklung genommen haben. Und ja, Zielsetzung am Ende des Tages wollen wir natürlich oben mitspielen und im Idealfall ganz oben stehen. Dass das nicht einfach wird, ist allen bewusst und dass wir daran arbeiten müssen, Woche für Woche, damit wir dieses Ziel erreichen. Und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rumkommt. Der Oldenburger SV hat auf dem Transfermarkt kräftig zugeschlagen, was die nächste Saison angeht. Und auch auf der Trainerposition gibt es einen Wechsel. Dort ist Pascal Djuri, der ja auch einen Podcast hier auf Nordkick macht, der neue Head Coach. Und ja, er schätzt die Lage bei seinem neuen Team folgendermaßen ein. Also unsere Vorbereitung war bisher eine tolle Entwicklung. Wir sind als neues Trainerteam in die Mannschaft gekommen, haben einen Umbruch angefangen, haben viele junge Spieler dazu geholt, ein paar ältere haben uns verlassen und haben den Kader deutlich verbreitert, damit wir auch garantieren können, dass wir immer eine gute Trainingsgruppe haben, weil das in den letzten Jahren manchmal schwierig wurde, wenn ein paar Verletzte da waren. Und sind gegen Altenholz in die Vorbereitung gestartet mit einem keinen guten Spiel, muss man ehrlich sagen, dass wir trotzdem 3-2 gewinnen, aber man hat beiden Mannschaften angesehen, dass es doch sehr am Anfang der Vorbereitung ist. Dann haben wir ein bisschen besser gegen Probstei gespielt, auch nicht gut, aber ein bisschen besser, muss man ehrlich sagen. Kreisligist Gremersdorf war der dritte Gegner. Das war noch kein richtiger, muss man sagen. Wir haben es spielerisch sehr gut gemacht, aber es ist natürlich schwierig, wenn du da 12-1 gewinnst, viel rauszuziehen da. Und dann hatten wir letzten Samstag unseren ersten Härtetest. Das ist Eichede, Top-3-Mannschaft in der Oberliga, muss man sagen, im Landespokal, wo wir es wirklich sensationell gut gespielt haben. Wo man gemerkt hat, dass sie das neue Spielsystem langsam verinnerlichen, dass die Abläufe besser werden, dass Defensivverhalten wirklich sehr, sehr gut ist. Nach 19 Minuten stand es 2-2. Wir kriegen leider 3 Minuten vor Schluss noch den Ausgleich. Nicht unverdient, muss man ehrlich sein, aber trotzdem schade drum und verlieren dann im Elfmeterschießen. Können uns da sicherlich mit erhobenem Hauptes da rausgehen. Wir sind immerhin das erste Mal, dass Oldenburg nicht verloren hat in Eichede, aber also zumindest nach 90. Aber trotzdem muss man sagen, dass da mehr drin war, das ist klar. Ansonsten muss ich sagen, bin ich zufrieden. Wir haben jetzt noch Kreispokal gegen eine Mannschaft aus der B-Klasse. Sicherlich kein großer Gradmesser. Und dann geht es nochmal gegen Pansdorf in die Generalprobe. Nächste Woche gegen Heider SV in die Saison zu starten zu Hause. Prinzipiell bin ich sehr, sehr zufrieden. Von den Neuzugängen muss man sagen, Cedric Cordes, Max Schwabe sind wirklich Riesengewinne. Michael Petersen auch, die wir alle aus Klausdorf für uns gewinnen konnten. Und ansonsten haben wir viele junge Leute, Janik Ratzwill zum Beispiel, die sich toll einfügen, die eine gute Entwicklung bisher machen. Und wo ich zumindest wirklich froh bin, dass sie bei uns sind. Und ich glaube, dass wir eine gute Saison spielen können. Als Saisonziel wollen wir sicherlich sagen, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen, eine gute Rolle spielen wollen. Mal gucken, was dann drin ist. Als letztes zu Wort lassen wir natürlich den Fußballgott höchstpersönlich kommen. Patrick Herrmann, neuer Cheftrainer bei Eidertal-Molfsee. Aufsteiger Eidertal in die Oberliga. Und Patrick sieht kommende Saison folgendermaßen. Moin, ja, Vorbereitung vorbei. Und ich muss sagen, wir haben sehr, sehr gut und intensiv in den ersten Wochen gearbeitet, haben eine Basis legen können, auf der wir jetzt aufbauen, haben Themen erarbeitet, um uns noch in den Details zu verbessern, um Stellschrauben auch nochmal weiterzuschrauben. Da bin ich gut gewappnet für die neue Saison. Wir haben auch Wert darauf gelegt, in der Vorbereitung ein großes Wir-Gefühl zu schaffen.
Da galt es dann, die Neuzugänge natürlich gut zu integrieren. Da ein großes Kompliment an die Mannschaft. Ich glaube, das ist gut gelungen. Die Neuzugänge alle stattgefunden, haben das Niveau auch nochmal deutlich angehoben, sodass wir jetzt echt qualitativ gutes Training haben. Und ja, daher nicht nur eine Vorfreude verspüren, sondern auch mega heiß drauf sind, endlich loslegen zu können. Abgänge gibt es natürlich auch. Das bleibt nicht aus. Das ist immer ein sehr trauriges Thema, konnten es aber schaffen, einen Großteil zu behalten. Ja, weil erstmals in der Vereinshistorie in der Oberliga zu spielen, ist was ganz Besonderes. Das wollten wir bestmöglich jedem gewährleisten. Wollen jetzt die Euphorie mitnehmen, die in dem kleinen gallischen Dorf, sage ich mal, herrscht. Und unser Ziel, ja, den vorzeitigen Klassenerhalt bestmöglich erreichen. Ja. Ja, das waren auch schon die Kick-News zur Oberligasaison, die jetzt am Freitag beginnt, gleich mit einem Derby Rotenhof gegen Eckernförde. Und ja, es folgen in Kürze dann auch die Kick-News zur Landesliga und zur Verbandsliga. Bitte einen Augenblick Geduld. Es wird hoffentlich diese Woche noch passieren. Und es wird auch bald wieder eine Talkshow geben und diesmal versprochen mit wieder besserer Tonqualität. Ja, wir sehen uns also in Kürze. Viel Spaß beim Saisonauftakt. Ach so, vergesst übrigens nicht, einen Daumen da zu lassen oder was in die Kommentare zu schreiben, Kritik, was auch immer, was euch einfällt. Und natürlich abonnieren. Ja, wir sehen uns. Du willst wissen, was geht, wo der Ball sich dreht, wo der Fußball lebt. Immer mittendrin und nicht nur dabei, sag mir, wo was geht. Wann der Ball sich dreht, wo der Sportplatz bebt, kommt sei live dabei, immer Nordkick-Zeit, immer Nordkick-Zeit.